Heute stehen sie hier auf dem Platz im Bötzingenfeld. Illegal. Die Wagen der Fahrenden. Im Sommer könnten sie dann schon hier im ehemaligen Asylzentrum stehen. Das mal legal. Die Container würden weggenommen und der Platz würde so gebaut, dass sich die Fahrenden hier installieren können. Das ist zumindest die Idee des Bieler Gemeinderats. Es braucht eine legale Lösung. Illegale Besetzungen sind nicht akzeptiert in der Bevölkerung. Und so ein Transitplatz wäre eine Lösung. Eine andere sehen wir im Moment nicht. Die Parzelle hinter der Tissot Arena gehört im Kanton Bern. Und der Kanton gibt den Platz frei für einen temporären Transitplatz. Jetzt fordert die Stadt Biel Seeländer Gemeinde auf zur Solidarität. Die Gemeinden sollen das Vorhaben mit Geld unterstützen. Die Madeleine Decker, die Präsidentin von Seeland Biel-Bienne, ist einverstanden, dass die Gemeinden der Stadt Biel entgegenkommen sollten. Dort muss man einfach auch solidarisch sein, weil sie kommen natürlich, es sind einzelne Gemeinden, die betroffen sind. Aber im Prinzip betrifft es ja die ganze Region. Die Madeleine Deckert ist überzeugt, dass ein fixer Transitplatz eine gute Lösung ist, dass die Fahrenden nicht illegal Land besetzen. Teufelen ist eine der Gemeinden, die den Transitplatz zu Biel mit Geld unterstützen soll. Vor 2 Jahren haben sich die Fahrenden illegal auf diesem Feld hier niedergelassen. Der Gemeindepräsident will verhindern, dass so etwas wieder passiert. Darum unterstützt auch er das Vorhaben der Stadt Biel. Aber im Moment sehe ich noch nicht, wieso das Gemeinden zahlen sollten. Das ist eindeutig die Aufgabe des Kantons. Auf Anfrage teilt uns der Kanton Bern mit. Der Kanton Bern unterstützt die Einrichtung von einem provisorischen Transitplatz im Raum Biel, kann sich aber aufgrund von fehlenden Rechtsgrundlagen nicht stärker finanziell beteiligen. Der Bieler Gemeinderat wartet jetzt auf die Reaktionen der Gemeinden und entscheidet dann, ob es im Bötzingenfeld einen Transitplatz gibt oder nicht.